Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag "Mit Gedankenkraft die Welt bewegen. Gehirn-Computersteuerung ermöglicht Patienten Bewegung und Kommunikation" von Professor Niels Bierbaumer. Gehalten am 3. Dezember 2015 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Ja, wenn man dem so zuhört, da kommt man sich ja richtig wichtig vor. Ich möchte Sie einfach ein bisschen anregen. Ich möchte Sie anregen und auf ein Problem hinweisen, das nicht gelöst ist. Es gibt überhaupt kein Problem in der Wissenschaft, das wirklich lösbar ist. Sondern man macht halt ein paar so Wege hin in Richtung Lösung, denken wir, ob es dann wirklich eine Lösung gibt, wissen wir nicht. Das Problem, mit dem Sie sich und ich mich heute beschäftigt, die Frage, jetzt theoretisch gesehen, wie hängt eigentlich unser Denken mit Bewegung zusammen? Oder jetzt, und deswegen ist es eigentlich blöd, wenn man mit Aristoteles anfängt, wir alle mit Aristoteles anfangen. Aber ich fand es doch interessant, dass ich da in der englischen Ausgabe, weil ich des Griechischen nicht mächtig bin, einmal diesen Satz las, der im Wesentlichen dem entspricht, was man auch im 19. und bis ins 20. und bis heute über den Zusammenhang zwischen Denken und Bewegung denkt. Nämlich, dass Denken und Bewegung eng zusammengehören. Wie eng ist jetzt die Frage? Denn wenn unser Denken aus Bewegung heraus entsteht, was passiert dann eigentlich mit unserem Denken, wenn es keine Bewegung mehr gibt? Was denkt ein bewegungsloser Organismus? Was kann ein bewegungsloser Organismus noch tun? Und wir beginnen uns im Mutterleib schon zu bewegen. Brauchen Sie nur einmal im Ultraschall, im kleinen Kind im Bauch zuschauen. Und wir haben Geräte, mit denen wir sogar die Hirnaktivität im Bauch registrieren können. Und dann sehen wir, dass eigentlich so etwa ab dem 6., 7. Monat das Gehirn im Wesentlichen mit Bewegung befasst ist. Also Bewegung und Denken offensichtlich hängt eng zusammen. Ob das so extrem ist, wie Aristoteles das sah, dass die Seele, ich sage das jetzt mal, dass die Seele nämlich Bewegung ist, das weiß ich nicht, aber ich möchte da in diese Richtung hinführen. Dass wir es leicht, diese Zusammenhänge zu untersuchen, ist leichter geworden natürlich in den letzten 50, 100 Jahren durch die Technologie. Ich meine, die Hirnforschung folgt immer hinter der Technik hinterher. Glauben Sie bloß nicht, dass Wissenschaftler immer alles originell erfinden, sondern da gibt es einen Ingenieur, der erfindet dann ein Gerät und dann stürzen wir uns alle auf das Gerät. Mein Sohn, der ist auch hier, der ist Radiologe, das ist auch so ein Mensch, der hat also hunderte von kompliziertesten Geräten, die natürlich von Ingenieuren konstruiert worden sind. Und wir Forscher benutzen dann diese Geräte sehr oft, ohne sie wirklich gut zu verstehen. Diese Gerätschaften ermöglichen uns aber jetzt, dem Gehirn bei der Tätigkeit zuzuschauen, beim lebenden menschlichen Gehirn bei der Tätigkeit zuzuschauen und dann uns zu fragen, wenn Bewegung und Denken eng zusammenhängt, dann müsste man eigentlich mit Denken Bewegung steuern können. Denn wenn Sie Ihren Arm, wenn Sie sagen, ich möchte meinen Arm bewegen, dann bewegt sich Ihr Arm. Wenn ich Ihren Arm festmache und ich zeige Ihnen gleich ein Tier, bei dem das passiert ist, und Sie denken die Bewegung, dann müsste man die Bewegung ja aus dem Gehirn direkt auch ableiten können. Und das sehen Sie hier schematisch dargestellt. Ich suche also, ich registriere Ihre Gedanken, die sind immer elektrisch, registriere den elektrischen Auswuchs Ihrer Gedanken, nehme diese, da sie elektrisch sind, kann ich sie natürlich an ein Gerät, an einen Computer, an einen Verstärker und so weiter anschließen. Und dann kann ich mit diesen Gedanken, elektrischen Gedanken, irgendetwas tun. An einen Computer geben oder so wie Sie es sind, eine künstliche Hand steuern. Oder ich kann dem Gehirn einfach die Gedanken zurückmelden und sagen, das ist gerade, was da läuft. Und die meisten, etwa 90% aller unserer Gedanken sind ja nicht bewusst, sondern laufen ganz schnell unbewusst ab. Und es ist ganz interessant zu sehen, wenn Sie plötzlich Rückmeldungen über diese Gedanken bekommen, die Sie überhaupt nicht bemerken. Um zu schauen, wie ändert sich denn das Gehirn dann, wenn ich Rückmeldung gebe, wenn ich dem Gehirn sage, lern doch die Gedanken anders zu formieren, das probieren wir ja den ganzen Tag.
Sie sehen hier diese Affe. Dieser Affe steuert mit seinem Gehirn diese Kunsthand. Deine Hände kann er nicht bewegen, die sind fixiert. In seinem Gehirn, und der ist hungrig, wie Sie sehen. In seinem Gehirn, dort wo die Handbewegung gesteuert wird, in seinem Gehirn sind 32 Elektroden, das heißt 32 Zellen von Milliarden, die unsere Bewegung steuern. Mit diesen 32 Zellen steuert der Affe, und ich sage jetzt einmal, um mich ein bisschen in den Affen reinzuversetzen, da ich viel mit Affen gearbeitet habe, kann ich ungefähr, habe ich das Gefühl, ich verstehe sie jetzt, der denkt sich natürlich her mit der Banane. Und dieser Gedanke wird von diesen 32 Elektroden aufgefangen und steuert nun diese Kunsthand. Nun, was lernen wir daraus? Vorerst einmal nicht allzu viel. Wir wissen ja, dass aus diesem Teil des Gehirns die Bewegung kommt. Was aber, glaube ich, für Sie und für mich auch eine wichtige, sagen wir mal, allgemeinphilosophische Erkenntnis war, 32 Zellen von Milliarden von Zellen sind in der Lage, eine vital notwendige, lebensnotwendige, komplizierte Bewegung zu steuern. Und wir sind in der Lage, diesen Gedanken aufzufangen und in eine Bewegung, in dieser Fall dieser Prothese, umzusetzen. Wenn Sie heute ein Lehrbuch aufschlagen oder die Zeitung und Sie lesen über das Gehirn, und da steht dann meistens Gehirn und Seele, dann ist einer der ersten Sätze, die Sie lesen, das Gehirn ist das komplexeste, schwierigst zu verstehende Organ des Menschen. Woher wissen die Herrschaften das? Also ich bin mir da überhaupt nicht so sicher. Das Gehirn, das wollte ich Ihnen damit demonstrieren. Das Gehirn funktioniert verblüffend einfach. Es ist verblüffend, wenn man sich überlegt, wir haben 32 Milliarden von diesen Zellen und mit 32 allein kann ich schon eine komplizierte Bewegung, die mich am Überleben sichern, steuern. Das ist doch nicht kompliziert. Also ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt. Das heißt, dass der Zugang zu unserer Seele, und unser Gehirn ist ja unsere Seele, dass der Zugang zur Seele ist nicht so kompliziert, wie man uns immer einzureden versucht. Das ist natürlich eine philosophische Tradition. Man will uns abschrecken, zu verstehen, wie wir selbst funktionieren. Und ich sehe, nachdem, nicht jetzt das als das zentrale Beispiel, ich sehe überhaupt keinen Grund mehr davor, mich abschrecken zu lassen, zu verstehen, wie dieses Organ funktioniert. Nur ein Beispiel, auf das ich im Detail nicht ein. Wenn man dem Gehirn rückmeldet, was es gerade tut, die meisten ihrer Gedanken merken sie nicht, sagte ich schon. Und die allerwichtigsten merkt man nicht. Aber wenn ich sie elektrisch auffange, das sind zum Beispiel Kinder, die an Hyperaktivität leiden, also die Aufmerksamkeitsstörungen haben, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, die rumzappeln und so weiter. Diese Kinder werden heute mit Medikamenten gefüttert und das sind außerordentlich gefährliche Medikamente. Das sind meist stimulierende Medikamente, die das Gehirn stimulieren und natürlich die Leistung deutlich verbessern. Das, was diese Medikamente tun, kann man aber auch ohne Medikamente tun, indem man dem Gehirn das Gehirn beibringt an der Stelle, wo es gestört ist. Wir wissen heute, wo im Gehirn der hyperaktiven Kinder das Problem liegt. Wenn man dem Gehirn Rückmeldung gibt über seine Fehlgedanken, also wir trainieren zum Beispiel diese Kinder, die schauen auf diesen Bildschirm da unten und wir sagen ihnen, transportiert dieses gelbe Licht, so wie ein Computerspielchen, transportiert es da rein und die Kinder fragen, ja wie, sagen, das interessiert mich. Ich sage, schau einfach auf den Bildschirm und mach's. Denk dir, was du willst. Alle Kinder, genauso wie alle, die hier sitzen, bis auf die paar, die schizophren sind von Ihnen oder mich, die können haben Schwierigkeiten damit. Ansonsten kann es jeder. Doch schon Schizophrene lernt das im Laufe der Zeit. Also die lernen durch die Rückmeldung, lernen sie dann ihr Gehirn zu steuern und das führt dann, da das die Stelle ist, die gestört ist, wenn sie das wieder können, können sie dann sich auch besser konzentrieren. Aber auf das gehe ich jetzt nicht ein. Obwohl wir können in der Diskussion, können Sie selbstverständlich dann immer danach fragen, ich kann Ihnen da ein bisschen was erzählen. Ich komme jetzt auf das Problem wieder zurück, auf das Problem der Bewegung und des Denkens. Wie hängt Denken und Bewegung zusammen? Auch darüber haben sich, wie für alle Dinge, die die Wissenschaft betreibt, die Philosophen schon vorher Gedanken gemacht. Einer davon ist Ludwig Hohl,
nicht bekannter, von den Philosophen auch nicht sehr geliebter Philosoph, ein Schweizer Philosoph. Denkt immer eben, man denkt immer, bei den Schweizern gibt es nur Banken, bei den Schweizern gibt es hervorragende Philosophen. Das war einer davon, der sein ganzes Leben, fast sein ganzes Leben in einem Keller in Genf verbracht hat. Da hat er hinter sich seine Statements aufgehängt und als er fertig war, ist er gestorben. Und daraus ist ein Buch entstanden, das im Surkamp Verlag erhältlich ist, das heißt Notizen. In diesem Buch gibt es ein Statement, das mir im ersten Moment eher trivial und banal vorkam. Der Mensch lebt in dem Maße, wie er kommunikationsfähig ist. Ist die Kommunikationsfähigkeit vorbei, so ist auch das Leben vorbei. Sie hören schon, wir sind wieder in der Nähe von Aristoteles. Ja, Kommunikationsfähigkeit ist der Bewegung. Kommunikationsfähigkeit hängt von Bewegung ab. Ich kann nur interagieren mit Bewegung. Ohne Bewegung kann ich nicht interagieren. Das meint dieses Statement. Und mir wurde erst klar, wie wichtig diese Erkenntnis ist, als ich mit diesen Patienten zu arbeiten begann oder meine Mitarbeiter. Das sind Menschen, die an Amyotropher Lateralsklerose leiden. Das ist eine Krankheit, die gar nicht so selten ist, wie immer behauptet wird. Wenn Sie auch hier wieder um die Lehrbücher aufschlagen, sind Sie vorsichtig mit dem, was Sie da lesen über die Krankheit. Natürlich wird immer Stephen Hawking, der berühmte Astrophysiker, gezeigt, dass er, der ja mittlerweile nur noch einen kleinen Muskel in seinem Gesicht bewegen kann, aber mit dem kann er perfekt kommunizieren, mit dem kann er seinen Computer steuern. Stephen Hawking hat eine Unterform der amyotrophen Lateralsklerose. Bei der, sage ich jetzt mal, richtigen, ernsthaften Form gibt es das nicht, dass jemand bis zum Ende der Erkrankung seine Muskeln bewegen kann, sondern alle Muskeln verlieren ihre Fähigkeit, sich zu bewegen. Alle, auch die Augen, alle. Aber das Gehirn ist wach, funktioniert. Es ist also, man nennt diesen Zustand den kompletten Locked-in, den kompletten eingeschlossenen Zustand. Eingeschlossen, weil der Mensch in seinem Geiste eingeschlossen ist. Der Geist funktioniert, aber ich kann ja nichts mehr mitteilen über diesen Geist. Wir wissen also bisher, bevor wir nicht diese Dinge gemacht haben, wussten wir über den Geist nicht. Wir wussten nicht einmal, ob da ein Geist drinnen sitzt noch. Und viele meiner Kollegen in der Neurologie haben gesagt, nein, in dem Zustand herrscht eine temporale Demenz vor und da ist das Denken beeinträchtigt. Das konnten wir nie glauben, weil wir natürlich die Gehirne auch dieser Leute untersucht haben, nachdem sie gestorben sind, und ich habe da nirgendwo ein Anzeichen einer Demenz gefunden. Also, die können nichts mehr bewegen, sind aber geistig intakt, sage ich jetzt einmal so. Gut, hier sehen Sie einen, der die Augen noch bewegen kann. Und wir haben nun diesen, und ich erzähle Ihnen auch das ein bisschen so anekdotisch. Wir haben natürlich am Anfang gesagt, wenn das Gehirn funktioniert, dann müssen diese Leute genauso wie die Kinder lernen können, mit dem Gehirn zum Beispiel Buchstaben auswählen. Also, wir kleben ihnen Elektroden da am Kopf, das sehen Sie da bei dem Herrn. Und dann bitten wir ihn, dann zeigen wir, der kann noch sehen, die meisten der Patienten im Endzustand haben Schwierigkeiten zu sehen, aber der konnte noch sehen, der kann auch noch die Augen bewegen. Und dann kommt eine Buchstabentafel, Sie sehen es gleich beim nächsten, da kommt da so eine Buchstabentafel da unten. Hier, die häufigsten Buchstaben, E ist der häufigste Buchstabe in der deutschen Sprache. Der Patient denkt, jeder denkt was anderes, der denkt sich was. Und bei diesem hier war das so, dass er mit dieser Hirnaktivität, das ist eine elektrische Änderung des Gehirns, die kann man hier ableiten, mit der konnte er einen Buchstaben auswählen. Und so lernt er, das können Sie auch lernen, brauchen, je nachdem, Sie brauchen 2 Wochen, manche brauchen 5 Wochen, manche ein bisschen länger dazu, manche können sofort. Und wenn ich Sie dann frage, ja, wie machen Sie das, haben Sie keine Idee. Aber wenn ich Sie jetzt frage, ja, wie denken Sie denn eigentlich? Oder wenn ich Sie frage, wie fahren Sie denn eigentlich Rad? Oder wie spielen Sie Fußball? Ich meine, manche von den Herren, vielleicht auch die Damen, die schauen ja Fußball. Und schauen Sie mal ein Interview mit einem Fußballer an, in Bezug auf diesen Aspekt. Und die Interviewer fragen immer das, ja, wie war denn das mit dem Tor? Sie haben das Tor fantastisch geschossen, wie haben Sie das geschossen? Also ich bin ja auch schon älter, die Antworten sind immer dieselben. Ich meine, die haben oft ein Intelligenzproblem, die Fußballer, aber das sehen wir mal jetzt davon ab. Aber
Die Antwort ist immer dieselbe und die sagt Ihnen gar nichts, wie er das Tor geschossen hat. Und wenn Sie aufs Rad steigen und ich frage Sie, wie fahren Sie denn mit dem Rad? Sagen Sie, ich steige aufs Rad und dann trete ich rein. Dann sage ich, das sehe ich, aber das ist nicht Radfahren. Sie halten die Balance. Wie machen Sie denn das? Wie machen Sie denn das, dass Sie treten, gleichzeitig Balance halten, nach vorne schauen? Also ich kann es Ihnen nicht sagen, ich kann auch nicht. Sie können das nicht beschreiben. Warum? Weil es in Hirnregionen abläuft, in denen keine Sprache sitzt. Und Sie müssen das alles in die Sprachregionen befördern, was Gott mühsam ist. Und wie gesagt, wenn Sie ein Intelligenzproblem haben, wird es noch mühsamer. Okay. Nun zum Problem. Und jetzt, ich komme immer wieder wie ein Refrain auf dasselbe Thema zurück. Bei diesem Menschen, bei diesem funktionieren, wie Sie sehen, die Augen noch. Die haben die Augengläser auf. Das heißt, Sie können mit den Augen noch die Augen ein bisschen bewegen. Und wir können dann, es gibt heute ganz einfach und relativ billige Augentracker, also Augenlesegeräte, mit denen Sie dann Buchstaben auswählen können. Das geht also. Dazu brauchen Sie kein Gehirn, brauchen Sie nicht ein Gehirn-Computer-Interface, also eine Gehirnableitung, die Ihnen dann die Buchstaben auswählt. Nun, was passiert, wenn alles erliegt? Wenn auch die Augenbewegungen ihren Dienst einstellen? Und das tun Sie immer in dieser Erkrankung, wenn die Patienten und ihre Familien sich dafür entscheiden, dass der Patient beatmet wird. Der Patient muss zuerst die Entscheidung treffen, sich beatmen zu lassen, weil wenn die Muskeln aufhören, hört natürlich auch die Atmung auf. Diese Entscheidung treffen nur etwa 5% aller Patienten, meiner Meinung nach, aus einer völlig unsinnigen Angst heraus, dass sie in diesen Zustand geraten könnten. Erstens ist es selten und zweitens einmal stehen ja jetzt diese Dinge zur Verfügung. Es dürfte eigentlich heute niemand mehr geben, der in den vollkommen eingeschlossenen Zustand gerät. Trotzdem zeige ich Ihnen den steinigen Weg, der dahin geführt hat. Das war eine der ersten Patientinnen, bei der alles zum Erliegen gekommen ist und die erst dann meist meldet sich die Familie bei uns, wenn der Patient schon eingeschlossen ist. Und dann sage ich, oh Gott, jetzt sage ich, ich kann nicht mehr kommunizieren, machen Sie was. Dann haben wir unsere Erkenntnisse aus den Patienten, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, angewendet auf diese Patienten. Und gesagt, so, jetzt musst du lernen, mit deinem Gehirn Buchstaben auszuwählen, die du hörst, wenn du nicht mehr richtig siehst, denn die Augen trocknen aus in dem Zustand, dann sieht man auch schlecht. Nichts mehr funktioniert, nichts. Die Patientin hat gelernt, nicht nur sie, ich zeige Ihnen gleich einen anderen, haben gelernt über Monate, Wochen, dieselben Versuche, den die anderen perfekt beherrscht haben. In dem Moment, in dem die Fähigkeit, der letzte Muskel des Körpers, den wir unter Kontrolle haben, nämlich die Augenmuskel, manchmal auch noch einen Schließmuskel, aber der geht meist vorher weg. In dem Moment, wo dieser Muskel seinen Dienst aufgegeben hat, konnten die Patienten nicht mehr lernen, willentlich Buchstaben mit ihrem Gehirn, mit ihrem Denken auszuwählen. Okay, habe ich gesagt, was tut da? Ich sage typisch, ich mache auch eine Eigenpsychologie des Hirnforschers. Wir tendieren natürlich in solchen Dingen immer zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, da stimmt was in der Technik nicht, das Gehirn ist natürlich 5 cm unter der Schädeldecke, ich bin gar nicht dran am Gehirn, die Gedanken sind natürlich in den Zellen, ich muss rein in die Zellen. Gut, mit unseren tüchtigen Neurochirurgen haben wir mit Erlaubnis der Familie den Kopf dieser Dame geöffnet, die Elektroden ins Gehirn hineingesetzt. In der Annahme, dass das dann natürlich die Gedanken sehr viel besser wiedergibt. Das ist eine plausible Annahme. Hat nur nicht gestimmt. Die hat nichts gelernt, gar nichts. Ich zeige Ihnen den nächsten. Das ist ein Patient, der konnte vorher kommunizieren. Und dann ist er in einen vollkommen eingeschlossenen Zustand gekommen. Der sieht auch sehr schlecht mittlerweile. Ich glaube, Ton haben wir nicht, aber ich kann ja das mit Worten begleiten. Ah doch, man hört es. Also er versucht, er hat früher kommuniziert, das heißt ja, glaube ich, mit der Handvorstellung ja zu sagen und mit einer Vorstellung vom Fuß nein. Das ist der Fuß, gut, ist gelungen. Also er hat mit rechte Hand, nicht gelungen. Also der sieht das nicht, Sie sehen jetzt nur Sie und ich. Er hört das aber alles, richtig gelungen. Er versucht also,
Ich kann Ihnen den Film jetzt 8 Monate lang 24 Stunden zeigen. Ich glaube, das wollen wir uns heute nicht antun. Aber wenn Sie über diese 8 Monate, die 24 Stunden das ansehen, in der der Patient versuchte, mit der Vorstellung einer Handbewegung oder irgendwas anderes Ja oder Nein zu sagen. In dem Moment, wo Sie Ja oder Nein sagen, können Sie im Prinzip auch Buchstaben auswählen. Und damit können Sie auch reden. Wenn Sie das anschauen, nichts. Niente, sagen wir in Italien, nada in Spanien, das klingt noch schärfer. Nichts, gar nichts. Es gab Zeiten, Stunden, wo wir das Gefühl hatten, jetzt hat er's. Jetzt kann ich eine Kommunikation aufbauen. Der langen Rede, kurzer Sinn, ich möchte nicht langweilen. Auch bei diesen Patienten waren die Elektroden im Gehirn eingepflanzt. Sehen wir, haben da an der Stelle im Gehirn, in der die Sprache und sprachähnliche Dinge lokalisiert sind, haben wir das Gehirn geöffnet und dort die Elektroden eingepflanzt. Der Effekt war, es war sinnlos. Kein Effekt. Der Patient konnte nicht kommunizieren. Also, jetzt komme ich zu DFG. Jetzt komme ich zu DFG. Warum komme ich zu DFG? Die DFG ist eine der wenigen Forschungs-, ich mache jetzt nicht Reklame für die, ich bin kein Angestellter der DFG, falls ihr das, viele glauben das, obwohl ich schon 40 Jahre in Bonn herumhocke, ich bin ein Geldempfänger der DFG. Trotzdem muss ich was sehr Positives über unser deutsches Forschungsförderungssystem sagen, speziell der DFG. In dieser Situation, ich habe Ihnen jetzt geschildert, Sie sind jetzt in der Situation, Sie haben einen Haufen Geld, Ihre Steuergelder verblasen, haben damit gerechnet, dass das funktioniert und dass diesen Leuten jetzt sozusagen damit eine Hilfe weltweit, es hat ja niemand anderer versucht, mit diesen Leuten zu kommunizieren, etwas entsteht. Und dafür hat die DFG viel, viel Geld investiert. Und nun geht das nicht. Aber was machen Sie? Sie können sie aufgeben. Im alten Russland hat man sich erschossen, was natürlich sehr viel ehrenvoller war. Ich komme so aufs Erschießen noch einmal zurück, interessanterweise. Oder aber Sie beginnen, das ist, was die Wissenschaft und wir alle heute viel zu wenig, oder Sie setzen sich einmal zurück, machen die Augen zu und denken nach. Oder gehen in eine Bibliothek und schauen in ein Buch hinein. Und genau das erlaubt die DFG. In den USA erlaubt mir das niemand. In den USA muss ich schnell einen neuen Grant schreiben, damit ich wieder Geld komme, weil mein eigener Gehalt vom Geld abhängt. Das haben wir in Deutschland nicht. Und die DFG hat Förderinstrumente, dazu gehört auch der Leibniz-Preis, hat sie erwähnt. Da kriegen sie 5 Millionen oder 3 Millionen Euro auf den Tisch, wenn die DFG und die Gutachter an sie glauben und sagen, so, hier hast du jetzt 2 Millionen Euro, hast du 5 Jahre Zeit und jetzt machst du, was du willst. Wir erwarten, dass du 5 Jahre von mir aus nachdenkst. Aber es kommt nie ein Brief aus Bonn, der mir sagt, wenn Sie nicht in 2 Monaten mir einen Bericht und die Ergebnisse liefern, dann ist das Geld weg. Diese Briefe landen in den USA alle 2 Monate auf meinem Tisch. Hier in Deutschland Ruhe. Das heißt nicht, dass die DFG Faulpelze kreiert. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Sie hat eine gute. Also ich sage nur, ein Forschungssystem, ein Forschungsförderungssystem, das erlaubt, das sollte erlauben, dass wir nachdenken. Und das ist eigentlich nicht vorgesehen. In den Geisteswissenschaften schon, aber da weiß man ja nie, was dabei rauskommt. Aber bei den Naturwissenschaften ist Denken nicht vorgesehen. Also, und in Bibliothek gehen und Bücher lesen ist sowieso nicht mehr vorgesehen. Gut, jetzt hatte ich also Zeit nachzudenken mit dem Geld aus Bonn. Und dann ist mir was eingefallen aus meiner früheren Studentenzeit, in der ich mein Mentor in den USA war, dieser Psychologe Neil Miller, mittlerweile verstorben, aber war sehr berühmt. Miller hat in den 60er, 70er Jahren eine Behauptung aufgestellt, wo die Mediziner nur den Kopf geschüttelt haben. Und gesagt, es ist absoluter Unfug. Er hat nämlich behauptet und hat das in Science publiziert, das ist ja sozusagen unsere Kronenzeitschrift, hat publiziert und hat gesagt, Kinder, ihr sagt, das autonome Nervensystem, Darmtätigkeit, Speichelfluss, Hormontätigkeit, alles, was wir nicht bemerken, alles, was Bauchspeicheldrüse, alle diese inneren Organe, die wir nicht bemerken, die ihre Tätigkeit autonom
absolvieren, ohne unser großes Zutun. Wir merken sie dann, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und er sagt, das ist ein Vorurteil. Es gibt Verbindungen zwischen dem willentlichen Nervensystem, dem Bewegungssystem, also unserem Willen, und diesem Nervensystem. Das kann gar nicht sein, dass wir unseren Darm nicht willentlich kontrollieren können. Eigentlich, wenn ich mir die Anatomie ansehe. Es kann auch gar nicht sein, dass ich meine Bauchspeicheldrüse nicht steuern kann, die Durchblutung. Denn die hat eine Verbindung zum Nervensystem und. Gut. In Science publiziert, ich lese das und wir alle als Studenten, wir haben das gelesen, wir waren natürlich von den Socken. Denn stellen Sie sich mal vor, das stimmt. Der sagte, das autonome Nervensystem kann man trainieren. Wir können mit Lernen erreichen, dass wir unsere inneren Organe willentlich kontrollieren. Und damals war sowieso Revolutionszeit und wir haben natürlich auch revolutionär gedacht. Die Konsequenz ist, wir brauchen die Medizin nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur einen netten Menschen, der uns beibringt, wie wir unseren Darm kontrollieren. Und weg ist der Darmkrebs. Und wir brauchen nur irgendjemanden, der uns beibringt, unsere Bauchspeicheldrüsen durch Blutung zu verändern. Im Prinzip, ich überzeichne das jetzt ein bisschen. Aber das steckt hinter dieser Behauptung. Und das ist natürlich, wäre natürlich fantastisch. Stellen Sie sich vor, das funktioniert. Okay. Also mussten wir damals, der war ein sehr autoritärer, aber lieber Mensch, wie das oft ist mit den Autoritären bei näherer Betrachtung. Und er hat uns dazu verführt, gezwungen, Experimente zu machen. Und er hat gesagt, jetzt, es gibt nur einen Weg, das nachzuweisen. Du musst nachweisen, dass das, wenn das Willentliche, wenn der Willen, der Wille in der Bewegung ausgeschaltet ist, wenn also das Tier oder der Mensch sich nicht mehr bewegen kann, wenn du zeigen kannst, dass der die Durchblutung zum Beispiel im Ohr oder in der Bauchspeicheldrüse oder was immer lernt zu verändern, dann ist bewiesen, dass man auch diese Organe willentlich kontrollieren kann. Das ist die absolut korrekte Logik. Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Ratzen kurarisiert. Was heißt kurarisiert? Wir haben ein indianisches Pfeilgift gespritzt und die Indianer haben das ja ihnen mit Pfeil und Bogen, also, und da bleibt sofort die Atmung stehen und sie sind tot. Was macht dieses Pfeilgift? Das Pfeilgift bewirkt, dass alle Nerven sofort gelähmt sind, auf der Stelle. Und wenn Sie das Tier am Leben halten wollen, müssen Sie es beatmen. Sie merken schon die Ähnlichkeit zu meinem Patienten. Also, wir haben die Tiere beatmet und wir haben sie belohnt für Veränderungen ihrer Hormontätigkeit, ihrer Atemtätigkeit, ihrer Herztätigkeit und Hormone und so fort und so fort. Wir haben sie belohnt mit der größten Belohnung, die es für Tiere und Menschen gibt, nämlich die direkte elektrische Stimulation im Belohnungszentrum des Gehirns. Das ist fantastisch. Das ist der größte Genuss, den es gibt, kann ich Ihnen gleich sagen. Aber ich möchte Sie jetzt nicht überreden, alle sich ein Loch in den Kopf bohren zu lassen. Der langen Rede, kurzer Sinn, auch hier wiederum. Das ist aber, hat stattgefunden 30 Jahre, bevor ich Ihnen diese Patienten gezeigt habe. Und was auch stattgefunden hat, ich bin dann nach einem Jahr in ein anderes Laboratorium in den USA gegangen, was da auch stattgefunden hat, das hat die ersten Jahre wunderbar funktioniert. Die Viecher haben das gelernt. Wir haben gejubelt. Damit war der Beweis erbracht. Miller war sofort in der American Academy of Science, hat ihn auf die erste Stelle der Nobelpreiskandidaten gestellt. Und wir haben dann versucht, das Experiment zu wiederholen nach 2, 3 Jahren. Und andere auch. Ging nicht mehr. Denen ging's, uns ging es, und das erinnere ich, uns ging es genauso wie mit unseren Patienten. Die gelähmten Tiere, warum die das am Anfang gelernt haben, wissen wir nicht. Und ich sage das ja sehr bewusst, das war zuerst, ich habe gedacht, das ist ein Witz mit den russischen Suizidanten. Nein, unser Graduate Student, der die Leitung der Experimente hat, hat sich suizidiert, hat sich umgebracht. Und es konnte niemand seither, das ist ein interessantes wissenschaftshistorisches Faktum, es konnte niemand seither dieses Experiment wiederholen. Niemand. Weltweit nicht. Und wenn einem von Ihnen das gelingt, oder wenn Sie jemand wissen, dem das gelungen ist, sagen Sie es mir bitte, der Mensch kriegt den Nobelpreis. Ich garantiere Ihnen das. Okay, es haut nicht hin. So, und dann habe auch wieder, jetzt komme ich wieder auf die Staatsbibliothek zu sprechen, was kann man machen?
einmal in die alten Folianten hinein, also nicht gerade in die mittelalterliche Buchmalerei, die liegt mir natürlich auch näher, meiner Frau auch aus Desta. Ich habe Pavlov wieder nachgelesen. Den finden Sie im Computer, jetzt finden Sie ihn sogar im Computer. Aber damals mussten Sie ihn noch lesen in die Bibliothek gehen und den alten Wälzer rausholen. Und der Pavlov hat exakt das gesagt. Etwa 1915, bis 1915 bis 18. Pavlov sagte, lernen, willentliches Lernen im autonomen Nervensystem, inneren Organe, das geht nicht. Ich habe es probiert bei meinen Hundsviechern. Und Sie wissen alle, wie Pavlovs Hunde dann gelernt haben. Die haben ein Licht gekriegt, bim, 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 bim. Dann kam das Fleisch, dann wird gespeichelt. Später kam nur noch bim, bim, bim und der Hund hat gelernt zu speicheln. Das ist ein reflektorischer Lernprozess, nicht ein Reflex. Das ist ein Lernvorgang, aber ein reflektorischer, den Sie willentlich gar nicht kontrollieren können. Das brauche ich nicht erzählen, wenn Sie vor einem guten Restaurant stehen und der Speisekarte lesen, dann sind Sie schon runter. Ja. Nachlesen, ein altes Buch aufschlagen und da steht es drinnen. Gut, und jetzt komme ich dazu, bin gleich so weit. Ja, wir müssen wieder zu Pavlov zurück. Es muss reflektorisch gehen. Und so läuft es jetzt. Und ich zeige Ihnen jetzt einen kurzen Film von einem Patienten. Das läuft so. Stellen Sie sich das vor, ganz einfach. Sie kriegen hunderte Fragen. Von diesen Fragen weiß ich die Antwort. Und ich weiß vor allem, dass der Patient die Antwort kennt. Und der Computer fängt die Hirntätigkeit auf. Wir registrieren vor allem Blutfluss da vorne im Gehirn. Fängt das auf. Und der Patient denkt einfach, ja, nein. Wenn ich sage reflektorisch, die Staatsbibliothek Bayern liegt in Paris, würden Sie, glaube ich, denken, so, Sie brauchen sich gar nicht nachdenken. Das Nein kommt geschossen, wenn überhaupt was kommt. Also dazu brauchen Sie keinen willentlichen Impuls, sondern die Antwort kommt reflektorisch aus Ihrem Gehirn. Genau, das ist hier. Der Computer bildet sich also da ein Modell über viele, viele Fragen. Ich zeige es Ihnen gleich im Film. Und wenn er sich ungefähr 80% sicher ist, dass das Ja und Nein im Gehirn, dass das jetzt zusammenhängt, macht das hier Ja ein Ja ist und das hier Nein ist, dann können Sie Fragen stellen, die interessant sind. Offene Fragen, aber nicht auch Fragen, die gerade die Pfleger brauchen, die Pflege dieser Menschen ist nicht einfach, ich brauche 24 Stunden und so weiter und so weiter. Gut, ich zeige Ihnen das jetzt. Hier sehen Sie vier solcher Patienten. Also das System funktioniert so, auf der rechten Seite sehen Sie die Hirnaktivität, die abgeleitet wird, auf der linken Seite sehen Sie den Blutfluss des Gehirns, das macht man alles zu Hause beim Patienten, da brauchen Sie in keine Klinik, das läuft alles am Bett der Patienten, aber diese Patienten sind nicht beweglich, die können Sie nicht in Kliniken schaffen und in riesige Geräte reinstecken, Sie müssen alles klein und tragbar halten, aber Gott sei Dank mit der heutigen Technologie ist ja sehr vieles möglich. Gut. Dieses Gerät hier an der rechten Seite messt die Hirnströme und dient im Wesentlichen dazu, festzustellen, ob der Patient überhaupt zuhört. Denn uns ist oft aufgefallen, dass wir ganz schlechte Leistungen hatten, der hatte ja, nein, zufällig durcheinander, obwohl das triviale Fragen waren, die der Patient drei Tage vorher korrekt beantwortet hat. Der Grund ist ganz simpel, genauso wie bei Ihnen auch, das wird langweilig und wenn Sie gelähmt sind, im Bett liegen, kaum mehr was sehen, nur noch hören, künstlich ernährt und künstlich beatmet sind, dann schlafen Sie, wie Sie wollen. Nicht wie Ihre Familie oder ich, Forscher oder wer will, sondern die schlafen 10 Minuten, dann wachen sie wieder auf, dann schlafen sie wieder ein. Und natürlich, wenn man die dann fragt, kommt nichts raus. Also haben wir dieses Gerät rechts, das EEG, das ihm dann anzeigt, wenn der Patient schläft. Und dann wecke ich den Patienten, wenn ich das sehe, wecke ich den Patienten auf oder das Gerät weckt ihn auf. Oder ich lasse ihn schlafen und warte, bis er wach ist und frage ihn dann. Und das andere Gerät auf der linken Seite, das misst eben den Blutfluss mit Laserlicht, das tut gar nicht weh, das wird das Gehirn noch gar nicht geöffnet. So, zeige Ihnen dann einen Film, den typischen Patienten, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen. Also das ist nur ein Kennenlernen einmal, damit Sie sehen, die Patientin ist schon fast 10 Jahre vollkommen eingeschlossen. Die hat also 10 Jahre keinen Kontakt mehr zur Familie gehabt. Das ist der Ehemann, der sich rührend um sie kümmert.
Okay, jetzt sehen Sie, dass Sie auch die Augen, wir schauen euch immer auf die Augen, ob wir nicht die Augen, ob nicht irgendwo eine Mikrobewegung der Augen ist, weil da kann man ja viel besser kommunizieren. Das zeige ich Ihnen jetzt hier bei dieser Dame, bei der eben nichts funktioniert in den Augen. Sie können auch auf die Augen schauen, aber das Gerät misst natürlich auch Mikrobewegungen der Augen, da ist nichts da. Sie sehen, ich habe nur Ausländer als Mitarbeiter, die wissen nicht, wie man reinschreibt. Die waren auch noch nie in der Bibliothek. Und so weiter. Also das ist jetzt die Augenbewegung. Jetzt sehen Sie ein typisches Beispiel einer Frage mit Antworten, wo ich die Antwort weiß. Es ist ein bisschen dunkel jetzt hier, weil dieses Laserlicht, das durch den Kopf geht, da muss man das Zimmer abdunkeln. Die Patientin hatte hier furchtbare Schmerzen, das weiß ich, weil sie eine Wundestelle hatte. Und jetzt hat sie 25 Sekunden Zeit, ja oder nein zu denken. Und dann sagt ihr der Computer, was sie gedacht hat. Muss man Geduld haben. Die sitzt im Rollstuhl. Das sind so einfache Lügenfragen, damit Sie sicher sind, dass das Hirn funktioniert. Okay. Es ist immer der Angehörige, ich lasse jetzt das weg, es ist immer der Angehörige, der nicht gelebte Angehörige, wenn vorhanden, der dann die Antworten gibt, also der spricht das zuerst am Computer auf und so, dass die Patientin immer eine vertraute Stimme hat. Also, der langen Rede kurzer Sinn, so funktioniert es und damit ist zumindest eine Minimalkommunikation hergestellt. Sie können auch die Fragen nach Lebensqualität, die einem ja wie Ihnen, genauso wie mir, als erstes am Herzen brennen, sozusagen, wie fühlst du dich denn überhaupt? Was ist denn das Leben in diesem Zustand? Und das gehe ich noch kurz darauf ein, bevor ich noch am Schluss zum Schlaganfall komme. Das ist ein besonders tragischer Fall, das ist ein ganz junges Mädchen, die innerhalb von 5 Monaten vollkommen eingeschlossen war. Okay. Angesichts dieser, also die erste Frage, die man natürlich da stellen kann, offensichtlich ist irgendwo der Wurm drinnen im Denken, wenn das willentliche System ausgeschalten ist, wenn die Bewegungsfähigkeit ausgeschalten ist, irgendwas passiert in unserem Gehirn, das bewirkt, dass wir willentliches, wir nennen es instrumentelles Lernen, nicht mehr, zumindest in dieser Situation, nicht mehr realisieren können. Und das bringt uns natürlich, und deswegen greife ich die Frage hier auf, weil in der Diskussion hätten Sie es sicher aufgebracht und ich möchte die Diskussion damit auch ein bisschen abkürzen, denn die Frage, die dann immer aufkommt, ja, wie ist denn das mit unserem Willen im Gehirn? Wie ist denn das? Haben wir da was? Können wir da wirklich was entscheiden? Nun, ich habe darauf keine Antwort, deswegen brauchen Sie mich gar nicht fragen. Aber andere Leute haben mir durch den Kopf zerbrochen, das ist Robert Musil. Robert Musil hat insofern einen wichtigen Beitrag zur Willensfreiheit geleistet, wenn Sie den Mann ohne Eigenschaften lesen, wozu Sie viel Zeit brauchen für die 2000 Seiten. 600 Seiten von diesen 2000 sind angefüllt mit der Geschichte eines Verbrechers, Moosbrugger, eines Sexualverbrechers. Und natürlich der Frage, wie ist sozusagen seine Tat, wie sind seine Taten erklärbar? Sind sie, und das Gericht fragt sich dann, ist er sozusagen verantwortlich oder war das nicht willentlich gesteuert? Also im Grunde dieselbe Frage, mit der wir uns hier beschäftigen. Ist das reflektorisch, wie Pavlov sagt, oder ist das willentlich steuerbar? Musil sagte, nichts, das ist nicht steuerbar. Der macht sich lustig, wie Sie hier sehen. Die Willensfreiheit ist die Fähigkeit des Menschen, freiwillig zu tun, was er unfreiwillig will. Also letztlich heißt das
vergesst die Diskussion, hier gibt es keine Freiheit, sondern wir tun das, was wir ohnehin tun. So, aber ich möchte dagegen auch einen anderen klugen Meister stellen, nämlich Dante. Und wenn Sie einmal die Langeweile des Purgatoriums überwunden haben, die 400 Seiten, und Sie kommen bis zum Paradies, das übrigens, man denkt sich immer, das ist furchtbar langweilig, und alle lesen immer nur das Inferno. Aber ich bin kein religiöser Mensch, aber ich fand das Paradies das Allerinteressanteste an der Dante-Geschichte. Und da finden Sie eben dann das. Er sagt, das ist das Einzige, was uns auszeichnet, ist die Fertigkeit, willentlich, ich übersetze das jetzt in meine Sprache, willentliche Kontrolle über Lernprozesse zu haben. Das ist das Einzige, was uns auszeichnet von dem sozusagen reflektorischen Vorgehen. Da ist auch was dran. Also wie gesagt, wir können die Diskussion hier nicht gemeinsam zu Ende führen, weil niemand sie je zu Ende geführt hat. Aber ich möchte nur zu bedenken geben, dass für beide Seiten einiges spricht. Und natürlich, wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu meinem Patienten, dann ist das Erstaunliche, eben eines der vielen erstaunlichen Ergebnisse, ist die Lebensqualität. Denn wenn Sie mit diesen Menschen am Anfang arbeiten und noch keine Ahnung von der Krankheit haben, und vor allem die auch eine Ahnung haben von der Krankheit, die sagen, die Lebensqualität ist eine Katastrophe. Das lohnt sich doch nicht zu leben, wenn ich künstlich ernähre, künstlich beatme. Ich sehe nichts mehr, liege da wo monatelang, jahrelang im Bett. Die Leute, in den Lehrbüchern steht, nach 5 Jahren ist man tot nach der ALS. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Meine Patienten sind alle noch am Leben. Ich bin sicher, dass ich vor ihnen das ableben werde, wenn sie gut gepflegt werden, wenn sie eine nette, liebenswerte Familie haben, die sich um sie kümmert, dann leben die genauso lang wie wir alle. Wenn sie künstlich ernährt und künstlich beatmet sind, ist das Risiko, dass ihnen was passiert, das Einzige ist, ist ein pulmonaler Infekt, und der ist leicht zu beherrschen. So, die Frage ist, lohnt sich das überhaupt zu kommunizieren in dem Zustand? Und die Antwort ist völlig klar. Die Lebensqualität aller Betroffenen ist exzellent, und sie wird mit fortschreitender Erkrankung der Lähmung besser. Interessant, oder? Wenn man die Angehörigen fragt und die Ärzte, meine Kollegen, und am Anfang, wenn sie mich selbst gefragt hätten, jetzt mittlerweile natürlich, entweder glaube ich an die Wissenschaft oder ich lasse es überhaupt sein, wenn ich die Angehörigen frage und die Ärzte frage, die sagen mir, die Lebensqualität dieser armen Leute ist miserabel. Dann sage ich, gut, das mache ich jetzt immer, geht so ein Angehörige raus, Ärzte raus. So, und jetzt frage ich dich, meine Maschine fragt dich jetzt, wie ist das Leben? Lohnt es sich zu leben? Ist es positiv? Wir haben viele international geeichte Fragen, die wir da fragen. Die Antwort ist klar. Ihr Patient sagt immer, ja, es ist ja in Ordnung, meine Lebensqualität ist gut. Und alle rundherum sagen, es ist ein Desaster. Also, so ist die Welt. Dann fragt man sich, woran liegt das? Ich habe keine wissenschaftlich gesicherte Antwort darauf, aber ein paar Ergebnisse habe ich schon. Denn das ist ja schon einmal ein überraschendes Ergebnis für jemanden, der nicht vollständig gelähmt ist. Und wir haben dann emotionale, gefühlvolle Bilder, Töne und so weiter dargeboten und haben sie gebeten zu sagen, wie sie das empfinden. Und das Gesunde und diese gelähmten Menschen. Und was Sie sehen, das ist das Rote, das sind Patienten. Und das eine ist negativ, ich sehe es von hier, und das andere ist positiv. Sie brauchen es gar nicht erkennen, ich sage es Ihnen, alles, was positiv ist, gefühlvoll positiv ist, wird von den Leuten als noch positiver erlebt, im Vergleich zu Gesunden. Und alles, was negativ ist, wird von diesen Leuten als weniger negativ erlebt, als von Gesunden. So, da wir Hirnforscher sind, muss man ins Hirn auch reinschauen, sonst glaubt uns niemand das, sonst sagt man, ach, Psychologie, das ist ja alles nichts. Natürlich ist die Psychologie schon was, aber wenn man in den Hirn reinschaut bei diesen emotionalen, dann sieht man genau dasselbe. Im Laufe der Zeit, oben ist Beginn der Erkrankung, unten ist 6 Monate später in der Erkrankung. Und dieser Fleck, den Sie da sehen, dieser Fleck ist ein Hirnteil, einer der vielen, der mit positiver sozialer Wahrnehmung und Interaktion zu tun hat. Und der wird immer stärker aktiviert. Und das korreliert hoch mit positivem Empfinden. So, woher kommt das? Ich weiß es nicht, aber es gibt zwei Determinanten. Die eine Determinante ist natürlich, und das ist trivial, aber wichtig, die positive Umgebung, die positive familiäre Umgebung.
Nur die Patienten, die eine positive familiäre Umgebung haben, haben je eine positive Lebensqualität. Die, die das nicht haben, haben eine extrem negative Lebensqualität, die lassen sich auch nicht beatmen. Allerdings lassen sich auch viele nicht beatmen, die eine positive Lebensqualität haben, weil sie glauben, sie wird schlechter, was nicht wahr ist, was man ihnen einredet. So, das ist der eine. Aber der zweite Punkt, der ist natürlich auch nicht, wahrscheinlich nicht wichtig, aber den haben wir noch nicht im Griff, die Lähmung selbst, der Verlust des Willens, die Tatsache, dass das zielgerichtete Denken diese Menschen nicht mehr beherrschen kann. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind gelähmt, können Sie sich ja leicht vorstellen. So, jetzt denken Sie, mir tut der Hintern auf der rechten Seite weh, die sollen mich umdrehen. Das können Sie ruhig denken. Da dreht sich niemand um, weil Sie kann ja niemand Ihr Denken durchschauen, ohne die Maschine da. Dann denken Sie, ach, das Licht blendet mich, die Temperatur ist schlecht, ich will, dass meine Tochter reinkommt. Das können Sie sich alles denken, da passiert gar nichts. Das heißt, das Gehirn lernt, ich sage jetzt mal das Gehirn, der Mensch lernt, dass die willentlichen Intentionen, zielgerichtete, auf zielgerichtetes Handeln gerichtete Gedanken, keinen Effekt mehr haben. Wir sind wieder dort, wo wir am Anfang waren. Keinen Effekt mehr haben. Was machen Sie, wenn Sie an einem Mann oder einer Frau interessiert sind und die weist Sie jedes Mal ab? Sie suchen sich eine neue. Hoffe ich einmal. Wenn nicht, geht es Ihnen schlecht. Also, genauso ist es hier. Es klingt zwar witzig, aber es ist halt so. Okay. Ich komme noch ganz zum Abschluss, die letzten Minuten, zu einem ähnlichen Phänomen, das aber weitaus nicht so dramatisch ist, aber wo im Grunde dieselben Prinzipien herrschen. Und das ist der Schlaganfall, an dem ja viele von uns entweder schon leiden oder mal leiden werden. Wobei ein Drittel der Schlaganfälle gehen von allein vorbei, die werden besser, da braucht man sich nicht viel zu kümmern. Ein Drittel wird von allein nicht besser, der braucht intensive Physiotherapie, Training. Und das beste Training, das es im Moment gibt, ist im Grunde gar kein Training, sondern was ganz Simples. Und da bin ich wieder da bei der Willensbehandlung. Die beste Therapie ist, den gesunden Arm, wenn Sie den Kranken bewegen wollen, den gesunden Arm über Wochen zu fixieren und den Patienten, ich sage es mal, zu zwingen, den kranken Arm zu bewegen und sich damit zu ernähren und alles zu tun. Zwingend klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es ist positiv gemeint. Was heißt das? Ich muss das Gehirn dazu kriegen, dass es die Bahnen und diese Teile des Gehirns, die den Zusammenhang zwischen Bewegung und Intention steuern, wieder aktiviert. Diese Assoziation, hier ist die Bewegung und hier ist der Effekt meiner Bewegung. Genauso wie bei den anderen Beinen. Diesen Zusammenhang muss ich wieder herstellen. Und indem ich der Patient benutzt natürlich immer den gesunden Arm, logischerweise. Mit dem Kranken kann er ja nichts Scheiß machen. Da sagt er, ja, und wir haben Krieg mit unserem Pflegepersonal. Die sagen, das ist Folter, was sie da machen. Und viele, viele Reha-Stationen lehnen das einfach ab. Sondern du kannst nicht einen Patienten, der ohnehin schon leidet, das Einzige, was er hat, den gesunden Arm festbinden. Und genau das machen wir. Und genau das hilft. Aber jetzt kommt wieder das Aber, es gibt immer ein Aber. Wenn Sie natürlich die Hand nicht mehr bewegen können, dann verhungern Sie. Da kann ich Ihnen die Hand nicht festbinden, das wäre wirklich voll, das tun wir auch nicht, das hat nämlich keinen Effekt. Denn wenn das Gehirn nicht erlebt, wenn das Gehirn diesen Zusammenhang nicht erleben kann, weil die Hand sich gar nicht bewegt, dann tut sich auch nichts. Und da ist auch kein Fortschritt zu sehen. Und bisher hat die Physiotherapie bei den vollständig Gelähmten keinen Effekt gehabt. Also, wir kommen immer wieder auf dasselbe Thema zurück und darum zeige ich Ihnen zum Abschluss den Film, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber der Film zeigt Ihnen das sozusagen, was wir da machen. Also, und das funktioniert auch. Also, Sie müssen die Verbindung der kranken Hirnteile, die Bewegung lernen und gelernt haben in der Vergangenheit, diese assoziative Verbindung, die durch den Schlaganfall, die Blutung zerstört ist, die müssen Sie wieder reaktivieren, zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Und es ist immer was im Hirn übrig. Und wenn es ganz kaputt ist, sind wir auch kaputt. So, jetzt sehen Sie es erst einmal am Arm. Da sehen Sie die Hirntätigkeit. Wenn das grün wird, denkt er sich, ich will den Arm nach vor bewegen. Und schauen Sie, was passiert, der Roboter schiebt die Hand nach vor, ja, er macht das richtig. So, jetzt
So, und jetzt muss er denken, wenn es wieder grün wird, muss er denken, ich muss den Arm zurückbewegen. Schauen wir mal, ob er es schafft. Ja, gut, okay. So und so weiter. Tausende Male, aber tausende Male wird es wiederholt. Also, was lernt das Gehirn? Das Gehirn lernt, ich habe einen Willen, ich will was. Und dann passiert das, was ich will. Das ist natürlich jetzt noch passiv. Am Anfang kann der Patient die Hand nicht, den Arm nicht aktiv bewegen. Wir müssen, das zeigt der Film auch, aber da haben wir keine Zeit mehr, ich kann es Ihnen auch sagen, nach jeder Sitzung üben wir diese Bewegung wiederum tausende Male in der Wirklichkeit. Hier, am Gang, im Restaurant, immer wieder dieselbe Bewegung. Der Computer stellt aber die Verbindung, die assoziative Verbindung, dadurch, dass er so schnell die Konsequenz liefert, bei der Hand ist es noch deutlicher, das bei der Hand, ja, geht, sehen Sie, es funktioniert und so weiter. Also, ich langweile Sie damit nicht mehr. Ich hoffe, dass Sie damit das Prinzip erkannt haben. Und wenn Sie im Gehirn nach vor dem Training und nach dem Training nachschauen. Vor dem Training hat der Patient primär die gesunde Hand benutzt, weil die andere ist ja gelähmt. Die Folge ist natürlich, wenn ich sage, jetzt benutzen Sie die gelähmte Hand, kann er nicht. Aber er denkt sich, ich möchte jetzt die Hand bewegen, dann sehen Sie an den Stellen des Gehirns, wo die rechte Hand gesteuert wird, nämlich von hier, sehen Sie, das ist zwar aktiv, aber auch das ganze Hirn auf der anderen Seite, wo der gesunde Arm ist, wird aktiv. Vor allem das gesunde Hirn arbeitet wie am Schnürchen. Und das kranke Gehirn wird nicht aktiviert. Das wird vernachlässigt. Im Englischen sagen wir learned non-use, gelernte Nichtbewegung, gelerntes Nichtstun sozusagen. Und nach dem Training sehen Sie, dass die Bewegung, da ist ein Loch normalerweise, also die haben ja einen Schlaganfall gehabt, die Leute, da ist ja ein Loch im Hirn, aber rund um die Stelle, wo das Loch ist, sehen Sie, ist die Bewegung wieder an die Stelle hingewandert, in den kranken Teil. Und warum? Weil eben diese Assoziation, Intention, ich will das, Bewegung, Konsequenz. Diese Assoziation wurde wieder aufgebaut und das Gehirn baut das auf. Das sehen Sie, sehen, dass die Fasern wieder aktiviert werden. In letzter Zeit pflanzen wir, jetzt muss ich was Positives, ist das Gehirn einpflanzen, sagen, bei den Schlaganfallpatienten zeigt sich, dass wir noch viel bessere Bewegungen kriegen, wenn wir die Elektroden ins Gehirn hineinstecken. Das ist zwar riskant und mag nicht jeder, aber die Bewegungen, dann kann der Patient einfach jede einzelne Fingerbewegung denken und der Computer kann das sofort umsetzen. Aber das können sich die Patienten aussuchen, wie sie wollen. Ach, das haben wir schon, die Reklame habe ich gemacht. Ich schließe immer, hat Frau Sommer schon gemacht, nee, Sie haben es gemacht. Ich schließe immer mit einem jiddischen Spruch, bitte? Die Reklame ist für mein Buch. Sie brauchen es aber nicht kaufen. Es ist so billig, dass ich nicht viel davon kriege. Aber sie hat schon Reklame dafür gemacht. Darum habe ich schnell wieder weggemacht. Okay, ich schließe mit diesem jiddischen Spruch, weil er das ausdrückt, was uns so bewegt. Vor lauter Hoffnung wäre ich noch verrückt. Vielen Dank.